Hallo Leute, in diesem Video soll es gehen um Ferdinand Tönnies, 1855 bis 1935 und seiner Kritik an den modernen Lebensformen der damaligen Zeit um die Jahrhundertwende, beziehungsweise eben wirksam geworden ist Tönnies vor allem dann in der Weimarer Zeit, in der damaligen Jugendbewegung. Nun, Ferdinand Tönnies unterscheidet in seinem Werk Gemeinschaft und Gesellschaft, logischerweise zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Gemeinschaft, das sind die Lebensformen von früher. Organisch, gewachsen, echt, natürliches Zusammenleben. Gesellschaft, das ist das, was man dann später hat. Heute würde er sagen, in seiner damaligen Zeit, wir würden vielleicht sagen, auch bei uns heute, das sind die konstruierten mechanischen Zusammenhänge des modernen Staates. Das ist die Gesellschaft, die nicht mehr so organisch gewachsen und von der Herkunft hat, sondern die konstruiert ist. Konkret, in der damaligen Lebensform der Gemeinschaft, da gab es noch die Herkunft, die bekommene Moral, die Sitte, die wird in der Gesellschaft zum Recht, zum konstruierten Recht, zur Gesetzlichkeit. Die Religion von früher, die wird zur Wissenschaft. Und das Dorf, das kleinräumige Zusammenleben, das wird zur Stadt und vor allem zur Großstadt. Die Großstadt war für Tönnies ja das Sinnbild dieser Gesellschaft, in der der Einzelne immer mehr zum Einzelnen herunter sinkt, zum Vereinzelten und allein gegen andere kämpft, vor sich hinkämpft und so weiter. Also merkt, diese Kritik ist sehr bekannt heute noch. Ja, das ist so eine Kritik wie früher, da war alles noch gemeinschaftlicher, da war alles ein bisschen organischer, echter. Heute ist alles sehr viel konstruiert, sehr künstlich, wir sind alle allein und so weiter. Und alles ist so konstruiert. Und das war so auch der Ausdruck des Zeitgeistes oder auch der Erfahrungen von damals, dass eben diese vielfach noch alten Formen des Zusammenlebens in dieser aufkommenden Massendemokratie und Massengesellschaft dann immer mehr verschwanden hin zum modernen Leben, das wir heute haben. Wir leben heute wirklich in der Gesellschaft. Eine Gemeinschaft in dem Sinne kann ich jetzt nicht mehr erkennen. Das ist dann, vielleicht gab es das noch irgendwo im 1900 vereinzelt in Dörfern oder ähnlichem. Aber wir, die Massendemokratie, die Massengesellschaft hat sich heute komplett durchgesetzt. Also bei uns in Europa zumindest. Das ist jetzt die Kritik von Ferdinand Tönnies. Und sie zeigt eine Kritik am Zeitgeist, am damaligen, an der Art, wie man damals lebte und wurde aufgegriffen von der Jugendbewegung, vor allem in Weimar in den 20er Jahren. Und die damaligen Jugendlichen sehnten sich nach Gemeinschaft, wollten raus aus dieser künstlich geschaffenen Welt, wieder das Echte, das Natürliche erleben. Und da war Tönnies eine Art Vordenker. Tönnies steht paradigmatisch, beispielhaft natürlich für viele andere Denker, die hier Kritik übten an der modernen Welt, an dem ganzen künstlichen, gemachten Konkurrenzdenken und so weiter. Tönnies war ja auch so ein bisschen sein Traum war so ein bisschen genossenschaftlicher Sozialismus auch, ein Zusammenwirken wieder der Menschen in einer Gemeinschaft und die Abkehr von diesem künstlichen, von dieser künstlichen, mechanischen Gesellschaft, von diesem konstruierten, von diesen von sozusagen, so würde ich sagen, Sozialingenieuren herbeigeführten Zusammenhängen. Das war ein kleiner Hinweis auf Ferdinand Tönnies und seinen Gegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft. Dieser Name ist mal ganz wichtig zu erwähnen. Er steht ihm nur als Beispiel. Es gibt viele, viele weitere Denker in der damaligen Zeit, die Ähnliches dachten. Aber diesen Gedankengang, darum bringe ich es ja auch als Video, auch wenn Tönnies selber schon auch wichtig ist,
Aber diesen Gedankengang, dass es früher eben organischer, natürlicher, echter war und heute ist es künstlicher, konstruierter und so weiter, und das dem begegnet er immer wieder. Das ist so ein Konstrukt, das dem begegnet er auch heute im Internet. Das ist so ein Gedankenkonstrukt, das man einfach irgendwie nicht ausrotten kann. Denn ich bin ein bisschen skeptisch, denn früher, ich meine, ihr könnt es ja vorstellen, früher war ja auch nicht alles besser. Also, ich war mir sehr schwammig, was dann genau früher heißt, ob jetzt dann Religion wirklich in Wissenschaft überführt wurde und so weiter etc. Und ob die Zusammenhänge früher wirklich dann echter und organischer waren und heute ist alles so konstruiert, das muss man ja auch kritisch hinterfragen. Ich sehe das ja nicht so einfach in der Aufteilung. Aber diese Kritik gab es, gibt es und sie ist ja auch nicht grundsätzlich falsch, dass unsere Gesellschaft natürlich immer, ja, ich würde mal sagen, immer mechanistischer wird, immer konstruierter wird, immer unpersönlicher wird, immer mehr weggeht von Gemeinschaft. Das ist ja auch unbestreitbar. Und das ist ja auch eine große Schwäche, würde ich mal sagen, unserer Gesellschaften, die vielfach ihre Wurzeln verloren haben und nicht mehr wissen, woher sie kommen. Aber natürlich trotzdem heißt das nicht, dass es früher dann so viel besser war. Es heißt nur, dass wir ständig hinterfragen müssen, ob wir noch wir selbst sind oder nur noch von oben konstruiert werden in irgendwelchen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Und in diesem Sinne einer vernünftigen Zeitkritik und Zeitgeistkritik, glaube ich, ist Tönnies immer noch aktuell. Wenn natürlich auch seine Formulierung, ich will jetzt, das ist ein ganzes Buch natürlich, kann ich es nicht so vereinfachen, aber etwas jetzt nur pauschal ist und nicht so einfach übernommen werden kann. Und man heute auch das nicht mehr so übernehmen würde, wie das, wie man es damals gemacht hat. Aber der Kern, denke ich, Kern ist auch immer noch richtig, die jeweilige Zeit auch heute zu hinterfragen, inwiefern der Mensch noch Mensch ist und wir als Menschen zusammenleben oder uns nicht hinter Paragraphen und sonstigen Verwaltungsakten oder im Internet verstecken. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen einen Gedanken bringen zu Ferdinand Tönnies und seiner Kritik. Wie immer, das Video ist nur ein Einstieg. Wen es interessiert, kann gerne weiterlesen bei Ferdinand Tönnies. Es gibt eine Menge zu lesen von ihm. Und ja, freue mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.